Ich heiße Sie herzlich willkommen. Den Staatsanwalt, der meinen Tod beantragt hat. Den Richter, der mich verurteilte. Den Bankdirektor, der mir die Waffe aus der Hand schoss. Den Herrn, der meine Flucht aufhielt. Ich habe Sie nicht aufgehalten. Sie sind an mich angerannt. Ein unglücklicher Zufall. Und Inspektor Long, der mir die Falle gestellt und mir die Handschellen angelegt. Nur die alte Dame, die mir beim Kampf in den Arm fiel, fehlt. Sie ist Ihrem Bedauern verhindert. Dann werden Sie es ihr sagen. Sprechen Sie sich ruhig aus. Ihr wollt mich töten. Und dafür werde ich euch töten. Einer nach dem anderen. Auch den Henker, der mich gleich holen wird. Es wird ein ziemliches Gedränge geben, aber es ist Platz genug in der Hölle. Ich bitte Sie, Sheldon, richten Sie Ihre Gedanken auf Gott. Ihr wollt mich töten, aber die Galgenhand wird euch töten. Ich wette dagegen, Sheldon. Ich weiß, man nennt sie den Wetter, sie wetten dagegen. Top, Wetter Long. Schlagen Sie ein. Willkommen, Henker. Komm und mach die Wette gültig. So tun dies doch. Henker von London, walte deines Amtes. Möge Gott mir vergeben. Da muss Gott sich aber beeilen, Freund, sonst kommt ihm die Galgenhand zuvor. Sheldon war ohne Zweifel ein Genie in seiner Art, sowohl als Fälscher wie als Erpresser und Mörder. Er war wohl deshalb so schwer zu fassen, weil er all die Jahre ganz allein gearbeitet hat. Nach Erledigung des Falles Sheldon kehre ich in die liebenden Arme meines Vaters zurück, um mich den soliden Aufgaben seiner Bank zuzuwenden. Bitte? Was denn? Ihr Entlassungsgesuch? Adieu, Scotland Yard. Nein, nein, Long. Der Fall Sheldon ist nicht abgeschlossen. Sheldon konnte nämlich nur noch als Leiche gehängt werden. Was? Er hat, als er schon in der Hinrichtungskammer war, Gift genommen. Ja, aber wer hat ihm das Gift zugesteckt? Eben. Etwa der Pfarrer? Nein, scheidet natürlich aus. Der Henker? Halbe Arbeit ist halbe Freude. Nein, nein, der Mann hängt viel zu sehr an seinem Beruf. Also, wer war's? Ja? Was? Ach, wo denn? In der Allee nach Lenstone. Gut, veranlassen Sie das Nötige. Der Staatsanwalt ist tödlich verunglückt. Unter sehr sonderbaren Umständen. Wollen Sie immer noch Ihren Bekanntenkreis wechseln, Long? Sieht aus wie ein Unfall, nicht? Jawohl, Sir. Ich wette aber, es ist keiner. Nämlich ein kleiner Schönheitsfehler dabei. Der Laster ist zweimal in den Wagen reingefahren. Sorgen Sie dafür, dass die Posten da hinten keine Spuren zertrampeln. Jawohl, Sir. Nein, von hier aus. Hat besonders bemerkt? Nein. Sheldon! Doch, Sheldon! Was ist denn jetzt schon wieder mit Ihnen los? Dort drüben stand Sheldon, Sir. Livermore! Hier, Sir. Habt ihr eben was gesehen da drüben? Nein, Sir. Sie haben doch Sheldons Leiche fotografiert, nicht? Ja. Jawohl, Sir. Leider, Sir. Was heißt leider? Sie glauben gar nicht, wie mich das mitnimmt, Sir. Wenn ich nur dran denke, werde ich schon ohnmächtig. Früher war ich nämlich Tierfotograf. Das macht Freude. Da habe ich Kaninchen geknipst und Eichhörnchen und die Rehlein im Walde. Aber das ist ja heute alles gar nicht mehr gefragt. Leichen sind gefragt, Sir. Leichen. Und von irgendetwas muss ich doch leben. Apropos leben. War Sheldon tot oder war er nicht tot? Ja. Jawohl, Sir. Er war tot. Na also. Aber er sah so aus, als würde ich jeden Augenblick wieder aufstehen. Und da drüben, Sir, dort stand er wirklich und machte so. Ganz weiß das Haar und das Gesicht war böse. Sir, Sir. Nun lassen Sie sich ja nicht durch den komischen Fotografen anstecken. Seine Lordschaft beauftragte mich, noch etwas Eis zu holen. Na sehen Sie. Ich hätte schwören können. Macht ja nichts. Als britischer Untertan sind Sie geradezu verpflichtet, manchmal Geister zu sehen. Brown, ist mein Vater oben? Seine Lordschaft sind in der Bibliothek. Guten Abend, Vater. Guten Abend, mein Sohn. Entschuldige bitte die Verspätung, aber etwas Unvorhergesehenes. Der Champagner steht seit 6 Stunden kalt. Oh, Champagner? Wieso? Ich gedachte, dein endliches Ausscheiden aus dem Yard mit dir zu feiern. Es tut mir leid, Vater, aber ich muss dich enttäuschen. Es hat sich etwas ereignet, was mich zwingt,
bei Scotland Yard zu bleiben. Du weißt, dass ich das unter keinen Umständen wünsche. Ja, ich weiß, aber ich handle in diesem Falle der Not gehorchend und nicht dem eigenen Vater. Übrigens, ich muss gleich wieder weg. Ja, ich weiß. Meine Arbeit beim Yard hat dir nie gefallen, aber... Danke, Brown. Könnten wir nicht doch zusammen anstoßen? Ich habe einen Grund. Man hat mich zum Chefinspektor befördert. Weil du Shelton gefasst hast? Ja, und weil sich manche begüterte Bankiers wieder etwas wohler in ihrer Haut fühlen. Übrigens, wie kommt es, dass Shelton ausgerechnet deine Bank immer verschont hat? Irrtum. Er hat mich nicht verschont. Und damit hast du dich sozusagen losgekauft? Ja, so ungefähr. Im Übrigen ist das meine Privatangelegenheit. Erlaube also, dass ich keine Erklärungen gebe. Und es wäre mir lieb, wenn du wenigstens diese Bitte respektieren würdest. Ja, doch. Ja, doch. Nicht mal in der Nacht hat man seine Ruhe. Wer ist denn da? Kriminalpolizei. Bitte machen Sie auf. Lieber Himmel. Guten Abend, ich bin Inspektor Long von Scotland Yard. Bitte melden Sie mich Richter Bennett. Ich muss Ihnen sofort sprechen. Ja, aber seine Ehren schlafen schon. Nein, ich schlafe noch nicht. Wer ist denn da? Ah, Inspektor. Vielmehr Chefinspektor. Was verschafft mir das späte Vergnügen? Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Euer Ehren, da ich sehe, dass Sie noch leben. Um diesen Zustand möglichst zu verlängern, darf ich Sie bitten, mich nach Scotland Yard zu begleiten. Ich möchte nicht, dass Sie dem Beispiel des Staatsanwalts folgen. Die etwa, weil ich Shelton verurteilt habe und ihr mir gedroht habt? Aber lieber junger Freund, nur keine Bange. Es stirbt sich nicht so schnell. Ich komme erst mal runter. Genickbruch. Tot. Angesägt. Sehen Sie draußen im Garten nach, ob Sie Spuren finden. Sir! Sir! Was ist denn? Haben Sie etwa schon wieder Sheltons Geist gesehen? Die Russe. Haben Sie die Türe aufgelassen? Ich weiß nicht. Crouch, ich weiß, dass Sie Abstinenzler sind und an überschwänglicher Fantasie leiden Sie auch nicht. Dazu sind Sie schon zu lange im Dienst. Also werde ich der Sache jetzt mit Methode auf den Grund gehen und diesen verdammten Gespensterbacillus ein für alle Mal austreiben. Jetzt gibt's wieder mal die berühmten drei Möglichkeiten. Entweder er ist tot oder aber er spukt wirklich als Geist hier in der Gegend herum oder wir sind alle zusammen verrückt. Ich neige zu letzterer Annahme, die scheint mir die plausibelste. Sir, ein Herr wartet auf Sie. Was jetzt um Mitternacht? Ach nee. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ich? Wo der Henker ist, da ist der Strick nicht weit. Was denn los? Hilfe, Sir, ich, zwei Männer, Sir, zwei Männer haben mich angefallen. Sir! Haben Sie denn von keinem Ihrer Klienten gelernt, wie man auf anständige Art und Weise die Hosen voll hat, wenn es einem an den Kragen geht? Ermorden wollten Sie mich. Wann hat man Sie angefangen? Ich ging abends nach Hause ganz friedlich, Sir. Ganz friedlich, ja, Sir. Ja, aus der Kneipe. Plötzlich springen zwei Kerle auf mich zu. Hier. Hier. Hat einer der Männer was gesagt? Ja, Sir. Hilfe. Was hat er gesagt? Die Galgenhand, Sir. Die Galgenhand. Brown, quartieren Sie den Mann vorläufig im grünen Gästezimmer ein. Rouch, bitte gehen Sie mit rauf und bleiben Sie vor der Tür. Danke, Sir. Ewigen Dank, Sir. Hat der Herr noch einen Wunsch? Dann wünsche ich eine gute Nacht. Schicken Sie mir einen Wagen hierher. Wir müssen jemanden in Schutzhaft nehmen. Wer abgeholt werden soll? Sie werden es kaum glauben. Der Henker von London. Guten Tag. Kann ich bitte Mrs. Revelstoke sprechen? Ich bin Chefinspektor Long. Ich habe mich telefonisch angemeldet. Ach so. Ich, Mrs. Revelstoke, ich habe telefoniert. Ah. Oh. Danke. Ich bin Nora Sanders, die Sekretärin von Mrs. Revelstoke. Muss ich Hände hoch machen?
Pardon. Aber offen gestanden, dieses Monstrum von Uhr, da hat mich etwas verwirrt. So, so. Die Uhr oder meine Sekretärin? Ehrlich gesagt, beide. Die Uhr brachte mein Mann aus Neuseeland mit. Er war immer schrecklich unpünktlich und starrt, weil er sich in der Zeit verrechnet hatte. Dinge, die einen ärgern, soll man verschenken. Ich habe die Uhr schon seit langem Mr. Montfort zugedacht. Er ist ein leidenschaftlicher Uhrensammler. Warum lassen Sie mein Haus bewachen? Woher wissen Sie das? Wenn Männer in Regenmänteln Zeitung lesen, möglichst unauffällig vor der Tür stehen, dann fällt das sogar mir auf. Was wollen Sie? Was haben Sie am 19. dieses Monats vor? Sie bekommen zwar Ihr Gehalt von meinen Steuern, aber mein Privatleben geht Sie gar nichts an. Aber Sie sind in Lebensgefahr, Mrs. Revelstoke. Das sind wir alle vom ersten Tag unserer Geburt an. Sie waren nicht zugegen in Sheltons Todeszelle. Aber ich bin über die Vorkommnisse unterrichtet. Von wem? Ich weiß sogar, dass Sie jetzt nach Marlowe zu Mr. Montfort fahren. Sie sind wirklich erstaunlich gut informiert. Wenn Sie mich Todeskandidatin belästigen, werden Sie vermutlich auch die anderen Todeskandidaten belästigen. Sie können also ruhig meine Sekretärin zu Mr. Montfort mitnehmen, damit sie ihm die Uhr bringt. Gern. Ich nehme ein Motorboot. Hoffentlich wird sie nicht seekrank. Warum nehmen Sie nicht den Wagen? Aus bestimmten Gründen. Ich möchte auf dem Wege zu Montfort nach Marlowe abbiegen, um den dritten Todeskandidaten zu besuchen. Den Tierfreund Crayley. Der interessiert mich nicht. Mich interessiert nur Montfort. Er hat morgen Geburtstag. Montfort am 15.? Aber ja, warten Sie hier. Und beunruhigen Sie das junge Mädchen nicht. Ich weiß nichts von dieser albernen Galgenhand. Sind Sie schon lange bei Mrs. Revelstoke? Fast 4 Jahre. Viel zu tun? Gar nicht schlimm. Ich mache Ihre Korrespondenz, leiste Ihr Gesellschaft und wenn sie verreist, begleite ich Sie. Wird sie am 19. auch verreisen? Da müssen Sie sie schon selber fragen. Habe ich, aber sie hat es mir leider nicht gesagt. Aha. Was war das für eine Hütte? Die hat Shelton gehört. Shelton? Ja, das war einer seiner Schlupfwinkel. Ich war dabei, als sie ihn gefasst haben. Damals in der Bank. Er hatte niemals einen Komplizen oder Helfer. Auch in diese Hütte kam er immer nur ganz allein. Ich weiß, dass er tot ist und trotzdem waren die Fäden, die ich vor der Tür seiner Hütte gespannt hatte, zerrissen. Ja, aber das kann doch auch... Hören Sie zu, Miss Nora. Alle, die damals im Schalterraum der Bank bei der Verhaftung Sheltons beteiligt waren, ob freiwillig oder unfreiwillig, sind in Lebensgefahr. Oh, Herr Chefinspektor. Na, das nenne ich aber eine Überraschung und eine gelungene dazu, mein Fräulein. Miss Sanders, darf ich Ihnen Mr. Crayley vorstellen? Ich fahre Miss Sanders gerade rüber zu Mr. Montfort. Das ist ja hier wie im Paradies. Darf ich mir die Papageien ansehen? Aber selbstverständlich, Sie können überall hingehen. Danke. Bitte, danke. Sie bringen Sorgen? Was haben Sie am 18. dieses Monats vor? Am 18., da bin ich in Little Heartsies zur Golfwoche. Ist es tatsächlich ernster, als wir vermutet haben? Ja, nach dem, was sich bis jetzt ereignet hat, ja. Mein Gott, soll ich mir nicht doch lieber eine Pistole oder andere Waffe kaufen? Aber ich habe keine Ahnung von solchen Mordinstrumenten. Was haben Sie denn da? Es hat hier im Gras gelegen. Oh, das muss mein Diener verloren haben. Er hilft mir beim Beschneiden der Hecken. Und wo ist Ihr Diener? Er ist zurzeit im Urlaub. Ich bin völlig alleine hier. Aha. Ich möchte Sie nicht erschrecken, Mr. Crayley, aber das ist ein Wurfmesser. Was ist das? Ein Wurfmesser? Ja. Ach, übrigens, wer sind denn die Angler da unten? Die Angler, die fragten mich... Wann fragten die? Vor 1-2 Monaten fragten sie mich, weil nämlich mein Stand so ungestört ist. Mhm. Nein, bitte nicht, Miss Sanders. Bitte lassen Sie doch. Aber die Decke liegt doch verkehrt rum. Komisch, dass Männer keinen Blick dafür haben. Ich habe einen Fleck auf die Decke gemacht und habe sie schnell umgedreht, als ich sie mit dem Boot kommen sah. Ich hole uns schnell ein paar Stühle. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie raus da, los! Was machen Sie hier? Ich wollte nur die Tiere fotografieren. Wie sind Sie in meinen Garten gekommen? Über den Zaun. Ich dachte, es wäre niemand da. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Wir sind hier doch nicht im afrikanischen Busch. Wie heißen Sie? Anthony Edwards. Von Beruf bin ich... Tierfotograf ist er. Ich kenne ihn. Ja, Tierfotograf. Das macht Freude. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Unverschämtheit. Verzeihen Sie. Miss Sanders, bitte gehen Sie runter zum Boot. Wir müssen gleich weiter. Komische Kreuze gibt es, nicht wahr? Meinen Sie? Die einen dringen in fremde Gärten ein, die anderen schneiden ihre Hecken mit Wurfmessern. Ich zum Beispiel fühle mich dafür verantwortlich, Sie vor Sheltons Rache zu schützen. Mr. Crayley, wenn Sie ab morgen 6 Angler statt 2 dort unten sitzen sehen, dann wissen Sie, dass mindestens 4 davon von der Polizei sind. Zeitunglesende Männer in Regenmänteln, fröhliche Bäckerjungen und rußige Schornsteinfeger werden durch ihre persönliche Anwesenheit um ihre Sicherheit bemüht sein. Ich danke Ihnen, Chefinspektor. So long, Mr. Crayley.
Ich bin jedes Mal ratlos, Mr. Montfort, wenn ich Sie ansehe. Gibt's denn gar nichts, woran man Sie beide auseinanderhalten kann? Oh doch, das Bankkonto, Miss Sanders. Darin unterscheiden wir uns sogar ganz gewaltig. Ich bin nämlich Lehrer. Wir feiern schon heute unseren Geburtstag. Ich muss abends nach Glasgow zurück. Wirklich enorm, diese Uhr. Ich habe nämlich die Ehre, nicht nur Ihren Bruder als Anwalt zu vertreten, sondern auch Mrs. Revelstock. Daher kenne ich Sie genau, die Sammlung des verstorbenen Mr. Revelstock. Mein Zwillingsbruder ist hier. Oh, Mr. Monkford. BBC London. Diese Uhr schenkt Ihnen Mrs. Revelstock zum Geburtstag. Donnerwetter. Die habe ich bei ihr immer ganz besonders bewundert. Aber jetzt will ich erst einmal den lieblichen Boten richtig begrüßen. Wie geht es Ihnen, Miss Nora? Danke, gut. Seit 3 Jahren versuche ich, Miss Sanders der alten Revelstock abspenstig zu machen. Aber die gibt sie einfach nicht her. Chefinspektor Long? Ja, ich komme wegen... Ich weiß Bescheid, aus dem Zug gefallen, 50 Kilometer vor Glasgow. Vielleicht hat er sich auch in selbstmörderischer Absicht hinausgestürzt. Dem widerspricht allerdings, dass er den abgerissenen Fensterriemen noch in der Hand hatte. Bitte. Das ist ja rührend, dass Sie sich wieder mal sehen lassen. Sir? Sie übertreiben aber jetzt Ihre Eigenmächtigkeiten, Long. Es ist zum Beispiel ganz unmöglich, dass Sie diesen Bankier Monkfort zu mir nichts, dir nichts unten in einer Zelle sperren. Muss der denn wirklich auch erst sterben, bevor Sie an die Bande des Schreckens glauben? Bande des Schreckens, Galgenhand, das sind so Ihre Schlagworte. Ich war in Glasgow, Sir Archibald. Die Bande hat leider den Zwillingsbruder von Monkfort erwischt. Hier ist der Bericht darüber, das dürfte Sie interessieren. Was denn, tot? Ja. Ich habe in meiner Eigenmächtigkeit Monkfort mitgenommen, um seinen Bruder zu identifizieren. Er wird gleich raufkommen. Was machen wir jetzt, Long? Was schlagen Sie vor? Die Bande herausfordern, Sir. Mit allen Mitteln. Wir müssen Sie so reizen, dass Sie nervös werden und Fehler machen. Ich wette, dass die... Wetten Sie lieber nicht. Sie sind schon auf dem besten Wege, Ihre Wette mit Shelton zu verlieren. Mr. Monkford. Mr. Monkford, ich bin der Schütte. Long sagte mir gerade, dass man heute Nacht Ihren Bruder ermordet hat. Ja, an meiner Stelle. Nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie einen Moment. Ja, bitte. Für Sie, Long. Long? Feststellen, woher das Gespräch kommt, auf Lautsprecher geben und Bandaufnahme. Wer spricht? Die Galgenhand. Ach, Firma Shelton und Co. Hören Sie zu, bis gestern habe ich angenommen, dass ihr zwar ein ausgekochter, aber doch immerhin zuverlässiger Verbrecherclub seid. Seit heute Nacht weiß ich, ihr seid Stümper. Monkford wurde verwechselt. Ich gebe zu, dass es ein Fehler war. Aber Sie, Long, Sie machen laufend Fehler seit dem Tag, an dem ich gehängt wurde. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich bin schon mit ganz anderen Gespenstern fertig geworden. Dann hören Sie jetzt gut zu, Wetterlong. Heute ist der 15. Am 17. wird der richtige Monkford sterben. Am 18. wird Crelle sterben. Am 19. wird Mrs. Revelstock sterben. Sie selber aber sind jeden Augenblick dran. Hier spricht Monkford. Sie werden am 17. sterben. An diesem Tage werde ich zur Golfwoche in Little Hartsies sein. Versuchen Sie bitte, mich dort zu erledigen, damit ich Sie sehe. Und dann gnade Ihnen Gott, Sie Bestie. So, meine Herren, nun helfen Sie mir, meinen Bruder zu rächen. An mir soll es nicht fehlen. Golfwoche in Little Hartsies also. Well, Mr. Monkford, riskieren wir's. Hier ist das Apartment von Mr. Monkford. 311. Genau bei dem von Mrs. Revelstock. Ein Kellner vor meiner Tür? Wo haben Sie gelernt, junger Mann? Bei Hilton oder bei Scotland Yard? Milady, ich... Wachen Sie über mein Wohlbefinden. Und vergessen Sie nicht, wenn ich dieses Hotel als Leiche verlasse, kriegen Sie kein Trinkgeld. Packen Sie nur das Nötigste aus, Nora. Ich fürchte, diese Golfwoche wird ein Reitfall. Ah, Mr. Monkford. Mein Haus heißt Sie willkommen. Ich hoffe, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben werden. Danke. Dies ist mein Anwalt, Mr. Henry. Können Sie es noch ermöglichen? Leider nicht, nur noch rückwärts im zweiten Stock. Das ist nicht so tragisch, ich bleibe nur eine Nacht. Darf ich Ihnen vielleicht Ihre Schlüssel geben lassen? Willkommen, Mr. Monkford. Guten Tag, Miss Greville. Würden Sie sich bitte einschreiben, Mr. Henry. Ihr altes Appartement im dritten Stock. Mr. Monkford? Ja? Darf ich Sie ihn aufführen? Danke, danke, ich weiß ja Bescheid. Einen Augenblick, bitte. Ich bin Ihnen zugeteilt von Chefinspektor Long. Ach so, bitte. Na, ist unser Tierfreund Crayley inzwischen eingetroffen? Noch nicht, Sir. Dann gehen Sie rein und passen Sie gut auf. Wenn Ihr Mann drin ist, dann bleiben Sie vor der Tür. In Ordnung. Ich habe bis tief in die Nacht hinein gearbeitet, um das Testament hieb- und stichfest aufzusetzen. Ich glaube, dass... Hat doch hoffentlich kein Dritter etwas davon erfahren. Aber ich bitte Sie, Mr. Monkford. Ich möchte nicht, dass irgendetwas von meinem Entschluss bekannt ist, falls ich lebend hier herauskomme. Selbstverständlich. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wen wir als Zeugen für die Unterschrift benennen wollen.
Das Testament muss sofort gültig gemacht werden. Ich dachte an jemand, der hier im Hause wohnt, etwa Mr. Crayley oder Mrs. Revelstock. Ich rufe gleich mal an. Nein, ich habe meinen Diener und seinen Sohn auf 7 Uhr herbestellt. Die können auch schweigen. Umso besser. 250.000 Pfund sind eine ganz gefährliche Menge Geld. Übrigens, wenn ich das einmal sagen darf, Mr. Monkford, ich wüsste tatsächlich keine würdigere Person als Miss Nora Sanders. Ich habe Miss Sanders 3 Jahre lang beobachtet und dieses frische und saubere Menschenkind liebgewonnen. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, sie zu adoptieren. Sie ist vollweise. So, ich bin soweit. Reizend sehen Sie aus, wirklich. Wenn ich ein junger Mann wäre, ich würde bei Ihrem Anblick den Verstand verlieren. Kleider machen eben Leute. Henry hat gestern Abend angerufen, gefragt, ob er sich ernsthaft um Sie bewerben darf. Ach, wollen Sie damit sagen, dass er den Verstand verloren hat? Oh, ich finde, er hat sehr viel Verstand. Deshalb sind seine Klienten auch viel einträglicher als die vom beschränkten Chefkriminalinspektor. Meine sehr verehrten Gäste, liebe Freunde, erlauben Sie mir der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass Sie sich in diesen 8 Tagen recht wohlfühlen mögen in meinem Hause. Leider kann erst in einigen Tagen mit dem Einbau eines Fahrstuhls begonnen werden. Aber wir wollen keine Mühen scheuen, Ihrer Bequemlichkeit und Ihrem Wohlbefinden zu dienen. All denen unter Ihnen, die an Turniere teilnehmen werden, wünsche ich von ganzem Herzen ein sicheres Auge und einen kraftvollen Schlag. Darf ich Sie fragen, Mr. Monkford, ob Sie heute Glück hatten beim Spiel? Bis jetzt, ja. Übrigens, Alice, gib doch mal die Notiz her. Ihr Diener, Mr. Monkford, der heute früh nach London zurückgefahren ist, hat von dort angerufen und bittet um Ihren sofortigen Rückruf. Er schien etwas aufgeregt zu sein. Ja, da rufe ich gleich mal an. Na? Stimmt. Ich stand ziemlich nah und konnte die Stimme im Telefon ganz gut hören. Hm. Sonst? Nichts, Sir. Nur Mr. Henry hat eben seine Rechnung bezahlt. Ich habe eine gut gehende Anwaltspraxis. Ich kann Ihnen ein sorgenfreies Leben bieten. Nein, bitte. Gehen Sie, Mr. Henry, bitte. Ich kann Ihnen aber noch etwas Wertvolleres bieten, Nora. Schutz! Verstehen Sie mich? Schutz! Die werden Monkford töten heute. Und morgen werden Sie Crayley töten. Und übermorgen die Revelstock. Nein! Ich liebe Sie, Nora. Machen Sie sich mit dem Gedanken vertraut, mich zu heiraten. Sie müssen. Ich muss gar nichts. Nora, bleiben Sie! So bleiben Sie doch! Es muss ein Ende nehmen. Ein Ende! Ein Ende! Was ist da los? Erschrecken wollte ich Sie nicht. Wenn es trotzdem geschehen ist, bitte ich Sie zu bedenken, dass es sehr viel größere Schrecken gibt. Wo ist Mr. Crayley? Ist eben hineingegangen, Sir. Ist Mr. Monkford drin? Ja, Sir. Sonst alles in Ordnung? Ja, Sir. Er hat ein Gespräch nach London angemeldet, Sir. So. Stehen bleiben! Keiner rührt was an. Entsetzlich. Ein Mord in meinem Haus. Das ist ja eine Katastrophe. Ich bin ruiniert. Crouch, den Doktor. Bin schon da. Dass mir das passieren muss, ausgerechnet jetzt, wo ich das Haus voller Gäste habe. Ich bin erledigt, das kostet mich meine Existenz. Exitus. Schläfenschuss aus nächster Nähe. Nora, lassen Sie sofort diesen unfähigen Menschen los und packen Sie die Koffer. Wir reisen ab. Oh, Mrs. Revelstock. Nicht anrühren! Ich habe doch nur den herunterhängenden Telefonhörer wieder auf die Gabel gelegt. Was ist los, Rausch? Ach, er hat nur automatisch den Hörer aufgelegt. Zum Donnerwetter, ich hab doch gesagt, keiner hört was an. Jawohl, Sir. Also ich bin ruiniert. In spätestens 10 Minuten weiß jeder Gast im Haus, dass hier ein Mord passiert ist. Die Polizei im Haus, das konnte ja nur Unglück bringen. Fenstertüren und Wände untersucht, besonders die nach nebenan zu Crayley. Ja, Sir. Aber keinerlei Waffe zu finden, überhaupt keine Möglichkeit, nichts. Sie sind schuld. Sie ganz allein. Was wissen Sie schon vom Hotelgewerbe? Ich bin ruiniert, restlos ruiniert. Ich kann Konkurs anmelden. Ich bin ruiniert. Ich kann Konkurs anmelden. 250.000 Pfund. Seien Sie versichert, Miss Sanders, dass ich Ihre Verwirrung und Erschütterung vollauf verstehe. Zumal ein so düsterer Schatten über das Ganze geworfen wird durch die schrecklichen Umstände des Hinscheidens meines verehrten Klienten. Aber er hat mir wiederholt anvertraut, wie sehr er sie schätzte. Ja, ich darf wohl sagen, liebte. Und ich glaube, Sie sind es seinem Andenken einfach schuldig, diese Erbschaft anzunehmen. Tun Sie, was Mr. Henry Ihnen sagt, Nora. Er meint es gut mit Ihnen. Gut meinen? Ich offenbarte Miss Sanders meine weit tiefer gehenden Gefühle. Leider in einer durch die Aufregung nicht sehr glücklichen Form. Aber das ist ja jetzt vorbei. Die weit verzweigte und finanztechnisch außerordentlich komplizierte Anlage des Vermögens erfordert genaueste Kenntnisse der Einzelheiten. Ich empfehle daher aus ehrlichem Herzen, diese beiden Schriftstücke jetzt unterzeichnen. Sie bevollmächtigen mich, diese Angelegenheiten weiterzuführen. Angelegenheiten, die nunmehr die ihrigen sind, Miss Sanders. Ich weiß nicht, das kommt alles so überraschend. Merken Sie denn eigentlich gar nicht, dass Nora dem Ganzen noch gar nicht gewachsen ist? Gehen Sie hinauf, Kind, und legen Sie sich ein bisschen hin. Und machen Sie sich erst einmal mit der Tatsache vertraut,
dass Sie reich sind. Es gibt schlimmere Schicksalsschläge als Reichtum. Danke. Wie kann ich Chefinspektor Long erreichen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Er ist jetzt zu Hause. Aber bitte, es darf niemand wissen. Gehen Sie laut ein paar Stufen hinauf und dann leise wieder herunter. Und weiter? Er wollte, dass ich gleich Vollmachten für ihn unterschreibe. Aha. Und in Little Hartzies hat er mir einen Antrag gemacht. Ja, ich weiß. Das wissen Sie? Ja, Miss Nora, so etwas spricht sich herum. Er war dabei so merkwürdig, so... Aber das ist doch... Wie kommen Sie zu meinem Ring? Irrtum, Nora. Das ist mein Ring. Ja, aber das ist... Also der Ring, den man Ihnen geschenkt hat, sieht genauso aus? Ja, ganz genauso. Haben Sie mir... Nein, nein. Ich habe nur den hier und auch der gehört mir nicht. Nora, bitte versuchen Sie unter allen Umständen herauszufinden, ob Henry Ihnen diesen Ring geschickt hat. Ja, aber was hat denn das alles zu bedeuten? Wir sind jetzt beide in Gefahr. Bitte unterschreiben Sie nichts und gehen Sie keinen Schritt ohne Bewachung. Ich bitte Sie darum. Hören Sie? Mhm. Ich sehe, dass du meine neuliche Bitte keineswegs respektierst. Du gehst zu weit, mein Sohn. Außerdem ist es nicht ehrenhaft. Ich handle im Augenblick nicht als dein Sohn, sondern als Beamter von Scotland Yard. Hier ist eine Quittung von Clay Shelton und hier der Ring, der darüber gestreift war. Es ist der gleiche Ring wie der an der Hand deines Porträts. Das genaue Gegenstück zu diesem Ring ist plötzlich aufgetaucht, und zwar in Zusammenhang mit Sheltons Racheandrohung und einem bestialischen Mord. Darf ich dich jetzt um eine Aufklärung bitten, Vater? Das erkenne ich an. Hallo! Anscheinend geraubt, Sir. Und mit der Frau hier stimmt was nicht. Glaubst du, ich weiß. Von ihr werden wir nicht viel erfahren können. Wer hat sie alarmiert? Ein Mr. Edwards. Sir, hier auf dem Bild. Dieser Angler war vor der Tür, als Polizist verkleidet. Der Angler aus Kredis Tiergarten. Ich habe das Bild gemacht, bevor Sie kamen. Gut, Edwards. Da waren Sie wach im richtigen Moment. Von mir aus wären Sie ohnmächtig, so oft Sie wollen. Tja, was wäre Britannien ohne seine Fotografen? Du bist jetzt in unserer Gewalt. Wir machen keine großen Umstände und was wir beschlossen haben, führen wir durch. Du wirst uns helfen, Long zu erledigen. Gib mir eine klare Antwort, ob du dazu bereit bist. Nein. Überleg dir, was du sagst. Nein, nie. Wenn du dich weigerst, kommst du hier nicht lebend raus. Aber was habe ich euch denn getan? Schrei nicht! Nein. Das könnt ihr nicht tun. Doch, Nora, das können wir. Sag ja. So, sag doch ja! Ich kann nicht mehr töten, ich kann nicht! Aber wir müssen schnell sein, wir sind unser Chef! Sind Sie nicht der Chef? Fragen Sie nicht, man zwingt mich. Aber beruhigen Sie sich, ich bringe Sie in Sicherheit. Ich weiß, es ist Verrat, was ich tue, aber das Morden muss endlich aufhören! Die Handtasche von Mrs. Revelstock, sie ist leer. Zwei Mann suchen das Unterholz ab. Da ist niemand! Wenn Sie die Leiche von Mrs. Revelstock beschwert haben. Der Teich hat meterdicken Schlamm. Da Sie nicht zu erreichen waren, habe ich alles veranlasst. Hier keine Spuren. Sind vielleicht irgendwelche Angehörige zu verständigen? Warum ist die Revelstock auch beraubt worden? Wir haben ihn! Hier liegt er! Kommt rüber! Hier! Ich suche das andere rüber. Langsam, hier ist Sumpf! Lauf zum Wagen und hol die Gummistiefel! Jawohl, Sir. Können Sie sprechen, Mr. Henry? Erinnern Sie sich, Sie waren mit Mrs. Revelstoke in der Oper? Nur im Taxi. Der Chauffeur hielt plötzlich an, drehte sich zu uns um. Mehr weiß ich nicht. Oh, mein Kopf. So, so. Mehr wissen Sie nicht. Und du bist ganz sicher, dass die Revelstoke den Ring in ihre Handtasche gelegt hat? Ja, in ihre schwarze Handtasche. Hm. Haben die Männer Mrs. Revelstoke gefunden? Hm. Der Teich ist ziemlich tief und schlammig. Soll ich? Nein, lass. Ja, bitte? Mein Vater. Ja, ich bin's. Was, wer wartet auf mich? Nun?
Ich wusste nicht, wo Sie sich aufhalten, deshalb habe ich hier nach Ihnen gefragt. Das war sehr klug von Ihnen. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Vater, würdest du bitte sofort dorthin gehen, wo ich eben herkomme? Gut, ich fahre sofort. Der Feind kommt ins Haus, Krieg findet im Saal statt. Hoffentlich enttäusche ich Sie nicht, ohne Frack. Offenheit gegen Offenheit, Long, wie viel wissen Sie? Sie sind nicht die Schwester des Hoteliers Cravel und Sie heißen nicht Alice. Sie sind Ruth Lester und waren die Geliebte des Tierfreundes Crayley. Das ist nicht genug. Sie haben den Auftrag, mich zu töten. Ihr Datum ist morgen, aber man hat mich gut geschult, Long. Hier bin ich. Das war nur ein Blitzlicht. Ich war nicht geblendet. Ich habe die Augen zugemacht. Ich hätte sie töten können und wäre dann ruhig hinausgegangen. Dass Sie es nicht getan haben, das überzeugt mich in meiner Ansicht, dass Frauen von Zeit zu Zeit Engel sind. Ich habe Crayley geliebt und er hat mich geliebt, wirklich geliebt. Aber die haben ihn gezwungen, gezwungen und auch mich. Wer sind die? Und als es da nicht mehr weiter fertig brachte, da haben sie ihn kaltblütig ermordet. Wette, Long, Sie sind der einzige Mensch, der ihn rächen kann. Aber nehmen Sie zuerst Miss Sanders aus der Klinik heraus. Die ist an keinem Platz der Erde sicherer als dort. Sicher? Vor denen ist niemand sicher. Wo kommst du her? Aus London. Was hast du dort gemacht? Ich habe einen Kranz bestellt. So, nun werden wir mal deinen Liebsten anrufen. Wo ist er? Ich habe dich gefragt, wo er ist. Wo wird er schon sein? Wahrscheinlich hat er den Schwindel längst entdeckt und sitzt in Scotland Yard und betet. Komm, ruf an. Das nächste Mal antwortest du gefälligst, wenn ich dich frage. Ergeben Sie bitte London. Whitehall, 1212. Ah, Scotland Yard. Hier kann ich bitte Chefinspektor Long sprechen. Er ist tatsächlich dort. Chefinspektor Long! Endlich erreiche ich Sie. Ich habe eine sehr wichtige Entdeckung gemacht. Können Sie sofort kommen? Nach Little Heartsease? Ja, aber bitte sofort. Ich... Komm nicht her, Blackie! Nicht herkommen! Oh. Noah! Gravel ist ein Esel. Er hätte Miss Sanders knebeln sollen. Aber jetzt wird sie uns nicht mehr stören. Übrigens kommen Sie her, wenn Sie Miss Sanders helfen wollen. Klingeln Sie am Portal. Aber kommen Sie allein. Sonst werden Sie Miss Sanders nicht mehr erkennen, wenn Sie sie finden. Aufgelegt. Ich frage Sie nicht erst, ob Sie fahren. Viel Glück, mein Junge. Saubere Arbeit von den Burschen, was? Jetzt bin ich endgültig dran. Mach Augen und Ohren auf, dann kannst du was lernen. Aber merk dir eins, Schreien hat keinen Sinn. Verräterin und Geliebte eines Verräters tot. Verräterin und Geliebte eines Verräters tot. Nein, nein! Lass mich leben! Ihr Mörder, ihr Teufel! Da siehst du, wie nützlich der Einbau eines Liftes ist. Allerdings kann es dabei auch Unfälle geben. Ein kleiner Fehltritt und... Ich fürchte fast, dass ein Chefinspektor in diesem Schacht seine Wette endgültig verlieren wird. Denn wenn ein Teppich darüber liegt, wird er das Loch im Boden nicht sehen. Falls ihn der Zufall diesen Fehltritt nicht machen lässt, dann Hokuspokus-Fidibus, aus dem Hörer fällt ein Schuss. Wenn der Chefinspektor hier ist, wird ein Anruf von Scotland Yard kommen und wenn er dann auf die Sprechtaste drückt... Und er wird wissen, wie Monkford starb. Guten Abend, Wetter Long. Wo ist Nora? Sie schläft. Unter der Obhut meines Bruders Henry. Aber wollen Sie mir nicht auch guten Abend sagen? Guten Abend, Richard Shelton. Sohn des Fälschers und Mörders Clay Shelton. Ja, Sie wissen Bescheid. Sie sind ein Pfiffikus, Mr. Long. Na, da fehlt ja nur noch der dritte Bruder. Der Tierfreund Crayley, alias Jackson Shelton, der seinem Vater in der Bank die Pistole zugesteckt hat. Der hat wohl inzwischen einen kleinen Unfall gehabt. Nein, kein Unfall. Ausgleichende Gerechtigkeit. Und Ihr Vater, Clay Shelton? Zimmer 311. Sie kennen es doch. Monkford hat dort logiert. Da kommen Sie schon. Guten Abend, Herr Chefinspektor. Das nur Henry. Er weiß Bescheid. Er ist ein Pfiffikus. Auf Ihr Konto gehen der Richter und der Staatsanwalt. Und Mrs. Revelstock nicht zu vergessen. Ich hatte unsere Vereinbarung so aufgefasst, dass wir die Waffen stecken lassen. Oder habe ich mich geirrt? Oh nein! Es scheint dir nicht sehr gut zu gehen. Vielleicht hätte man ihr die Aufregung ersparen sollen. Wer ist da? Bitte öffnen Sie. Einen Augenblick. Ich hole eben den Schlüssel. Bitte treten Sie ein. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber ist Chefinspektor Long hier? Der Chefinspektor Long? Ja.
Bitte hier entlang. Danke. Ich sah ihn vorbeifahren und bin ihm gefolgt. Wissen Sie, ich möchte nämlich seine Fürsprache erbitten wegen Urlaub, weil ich ihm gestern einen sehr großen Dienst erweisen konnte. Ich brauche dringend Erholung, also wirklich meine Nerven. Da gehen Sie schon. Ja, danke vielmals. Ja, hallo? Henry. Was ist denn? Psst. Er ist nicht unten. Wer? Herr Long, nur seine Pistole. Der muss doch unten liegen. Nein, bleib. Tut er lebt. Nein, nein, nicht drauf! Umdrehen! Nur die Pfoten hoch! Na los, geh schon! Dann mach doch! Wer hat dir geholfen? Ich habe euch schon mal gesagt, dass ihr Stümper seid. Wenn ihr einen Aufzug schafft, als Falle benutzen wollt, dann müsst ihr euch erst davon überzeugen, ob kein Haken dabei ist. Wo ein Teppich dran hängen bleibt. Man kann so schön zur Seite schwingen, in den nächsten Stock rein. Soll ich? Nein. Machen wir es doch kurz, da stimmt doch was nicht. Der Chef hat genaue Anweisungen gegeben. Wie du meinst. Los, auf mit dir. Sie werden jetzt Zeuge und Opfer zugleich eines hochinteressanten Experimentes werden. Als Kriminalist werden Sie die überzeugende Gewissheit mit ins Jenseits nehmen, einen neuen Trick gelernt zu haben. Stop! Sie können die Hände darunter nehmen. Darf ich bitten, einzutreten? Was habt ihr mit Nora gemacht? Das tut im Moment nicht zur Sache. Ich möchte Ihnen nur erzählen, wie Monkfort getötet wurde. Das ist etwas kompliziert, aber immerhin sehr interessant. An dem Tag, nämlich den der Chef für Monkforts Tod bestimmt hatte, da... Na, nur ein Anruf um diese Zeit. Hotel Crevel? Ah, Scotland Yard. Ja, Chefinspektor Long ist hier bei mir. Einen Augenblick, bitte. Für Sie, ich glaube, es ist der Archibald. Erlauben Sie? Na, selbstverständlich. Aber geben Sie Acht auf das Loch im Fußboden, da wäre beinahe ein Unglück passiert. Da kommen Sie schon. Long. Hallo. Hallo! Entschuldigen Sie bitte, vergessen Sie nicht, die Sprechtaste zu drücken. Genial, wie Sie den Trick erfasst haben. Vielen Dank. Seit wann wissen Sie das? Seit eben. Gefahr erhöht nämlich die Wachsamkeit, Herr Rechtsanwalt. Mir ist blitzartig klar geworden, wie Ihr Bruder das gemacht hat. Ach, wie denn? Er hat einfach den Hörer ausgetauscht. So. Shelton ist tot. Der liegt noch nicht an dem Platz, wo wir ihn gesucht haben. Ich wette nochmal, dass es keine Geister gibt. Guten Abend, Mrs. Revelstoke. Mit ihren drei Söhnen die Rächerin eines Gehängten. Die Frau des Mörders Clay Shelton. Richtig. Geschiedene Lady Godley Long. Oder stört es dich, dass ich diesen dunklen Punkt in deinem Leben erwähne? Nein. Es stört mich nicht mehr. Ich war nur 6 Wochen seine Frau. Dann kam Shelton. Und er zeigte mir, dass man an alles im Leben vorher denken muss. Gift. Ach, du Schreck. Schon wieder eine Leiche.